Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der WSW Expert Sessions. Mein Name ist Peter Thurn und ich leite bei der WSW Software den Geschäftsbereich Zoll und Außenhandel. In der heutigen Ausgabe widmen wir uns dem Thema Umsatzsteuer-Identifikationsnummernprüfung oder kurz Umsatzsteuer-ID-Nummernprüfung. Das Thema Umsatzsteuer-ID-Nummernprüfung ist dabei grundsätzlich kein neues Thema, hat aber für uns in 2020 neue Aktualität und Relevanz erlangt. Bereits 1993 hatte die Europäische Kommission damit begonnen, die MIAS oder im Englischen FIS-Datenbank aufzubauen. MIAS steht hierbei für Mehrwertsteuer-Informations-Austauschsystem und diente zunächst der Europäischen Kommission und den nationalen Steuerverwaltungen für den verwaltungsinternen Informationsaustausch zu Umsatzsteuervorgängen. Später wurde die MIAS-Datenbank um einen Service erweitert, mit dem auch Unternehmen entweder über die MIAS-Webseite oder über eine geeignete Software mittels Webservice direkt einzelne Umsatzsteuer-Identifikationsnummern auf Gültigkeit prüfen konnten. Die EU-Kommission selbst ist seit Jahren unzufrieden mit dem aktuellen System der Mehrwertbesteuerung, da es für den modernen und schnellen Handel im Internetzeitalter einfach nicht ausgelegt ist und überaus anfällig für Betrügereien ist. Schätzungen gehen von einem jährlichen Schadensvolumen von etwa 160 Milliarden Euro aus, da der durch wissentlichen Betrug, aber auch durch ineffiziente Prozesse innerhalb der Verwaltung verursacht wird. Die Idee eines EU-weit einheitlichen Mehrwertsteuerraumes, wie es eigentlich angestrebt wird, wird seit vielen Jahren diskutiert, scheitert jedoch nach wie vor an einzelstaatlichen Interessen der Mitgliedstaaten. Nachdem man sich also auf eine große Lösung weiterhin nicht einigen kann, hat man sich zumindest auf mehrere kleinere Änderungen verständigen können. Diese wurden im Dezember 2018 verabschiedet und sind EU-weit zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Bekannt wurden diese unter dem Namen Quickfixes 2020. Die Quickfixes umfassen insgesamt vier Themenfelder, wobei wir uns heute auf eines, nämlich den Stellenwert der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei der Steuerbefreiung, beschränken. Durch die geänderte Rechtslage der Quickfixes wird die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nun materielle Voraussetzung für die Steuerbefreiung auf innergemeinschaftliche Lieferungen. Was bedeutet das? Vereinfacht gesagt, keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummernprüfung, keine steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferungen. Sie müssen sich also dringend mit der Implementierung eines Prozesses zur qualifizierten Prüfung und Dokumentation von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern beschäftigen. In diesem Zusammenhang lege ich Ihnen ans Herz, sich mit den folgenden fünf Fragen intensiv auseinanderzusetzen. Frage 1. Erfassen Sie standardmäßig die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern Ihrer Kunden in den Stammdaten? Hier hilft uns der SAP-Standard, der uns die Möglichkeit gibt, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer direkt beim Debitor, Kreditor oder Businesspartner zu hinterlegen. Der SAP-Standard prüft die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer jedoch lediglich formal bzw. semantisch, nicht jedoch auf ihre Gültigkeit. Frage 2. Drucken Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihrer Kunden auf der Rechnung an. Auch hier leistet der SAP-Standard gute Dienste. In der Regel wird das bereits bei den meisten von Ihnen heute so gehandhabt oder kann aber mit einem kleinen Eingriff in das Rechnungsformular angepasst werden. Frage 3. Prüfen Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern Ihrer Kunden und wenn ja, wie gehen Sie dabei vor? Denkbar wäre hier natürlich eine manuelle Prüfung außerhalb des Systems oder etwa Sie lagern den Prüfungsprozess komplett an einen externen Dienstleister aus. Sie werden mir aber sicher beipflichten, dass die charmanteste Lösung hier eine Prüfung direkt im System darstellt. Bei einer systemgestützten Prüfung gibt es drei Ansatzpunkte. Zum einen die Prüfung bei Anlage oder Änderung von Partnerstammdaten. Zweitens eine regelmäßige Prüfung aller oder ausgewählter im System angelegter Partner, um frühzeitig Probleme zu identifizieren. Und drittens die Online-Prüfung Ihrer Partner direkt im Vertriebsbeleg, so wie es die neue Rechtslage übrigens grundsätzlich auch vorsieht. Viertens,
Wie häufig wiederholen Sie diese Überprüfung? Diese Frage ist so nicht pauschal zu beantworten. Je nachdem, für welche Art oder Kombination der Prüfungen Sie sich entscheiden, werden Sie hier bei einem anderen Wert landen. Ohne eine belegbezogene Prüfung würde ich persönlich das Prüfintervall nicht länger als 4 Wochen wählen. Fünftens. Wie gehen Sie vor, wenn die Umsatzsteueridentifikationsnummer Ihres Kunden ungültig ist? Das ist vielleicht die wichtigste Frage überhaupt. Wie gewährleisten Sie, dass nicht versehentlich bei innergemeinschaftlichen Lieferungen ohne Umsatzsteuer fakturiert wird, obwohl keine oder eine ungültige Umsatzsteueridentifikationsnummer vorliegt? Hier gilt es also entweder einen geeigneten organisatorischen Prozess zu implementieren oder aber Sie lassen sich hier durch Software unterstützen und den Vertriebsbeleg bei Bedarf einfach für die weitere Bearbeitung sperren, bis das Problem behoben ist. Auch die WSW Software hat seit einigen Jahren ein SAP-basiertes Add-on zur Umsatzsteuer-Identifikationsnummernprüfung. Aufgrund der gesetzlichen Änderungen haben wir dieses in 2020 einem vollständigen Redesign unterzogen, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Die wichtigsten Key-Features der neuen Version sind dabei die Unterstützung einer einfachen und qualifizierten Prüfung, bei Bedarf auch mit Anforderungen einer amtlichen Bestätigungsmitteilung, der automatisierten Prüfung, so wie wir es eben gehört haben, bei Anlage und Änderung von Geschäftspartnern, einer regelmäßigen Prüfung von Geschäftspartnern basiert auf Batchjobs oder eben einer Echtzeitprüfung im Vertriebsbeleg. Optional natürlich auch mit einer Liefer- und Fakturasperre bei ungültigen Umsatzsteueridentifikationsnummern. Die Lösung ist grundsätzlich für den EU-weiten Einsatz konzipiert. Im Standard werden dabei Abfragen bei der EU-Kommission wie auch beim Deutschen Bundeszentralamt für Steuern unterstützt. Die Lösung ist aber grundsätzlich auch für die Anbindung weiterer nationaler Datenbanken vorbereitet. Ergebnisse Ihrer Prüfungen werden in einem leistungsfähigen Ergebnis- und Historienmonitor visualisiert und bei Bedarf archiviert. Das Ganze natürlich modifikationsfrei, sowohl für SAP ERP wie auch SAP S/4HANA. WSW-Kunden erfüllen damit spielend die Anforderungen der Quickfixes 2020. Abschließend noch einmal die Empfehlung. Wenn Sie sich bis dato noch nicht damit beschäftigt haben, setzen Sie sich jetzt mit dem Prozess zur qualifizierten Prüfung und Dokumentation Ihrer Umsatzsteueridentifikationsnummern auseinander. Aus meiner Sicht idealerweise softwaregestützt und am besten natürlich mit der Lösung der WSW. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Damit sind wir am Ende unserer Expert-Session angekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute.